Servus zusammen. Ich bin gerade dabei, Kühlwasserstutzen für den Quattro-Trakt zu machen. Wo quasi, also wie Hydraulik, wie Schottverschraubungen fürs Kühlwasser eben, das, wo die Kühlwasserschläuche am Vorder- und am Hinterwagen durch die Karosserie durchgegangen und die eben verbindet miteinander. Ich habe mir ja gestern den tollen Revolver Kopf für den Reitstock gekauft, mit dem schaffe ich gerade die ganze Zeit. Das wollte ich euch einfach mal zeigen. Also das hier ist Vierkantmaterial, Sechskantmaterial, Schlüsselweite 27. Und das ist mein Rohmaterial. Ich orientiere mich da an der Hydraulik. Also Schlüssel an die 15L. Das heißt Schlüsselweite 27. 22 mal 1,5 Gewinde. So. Als erstes Durchmesser 22 für das Gewinde und zwar 50 mm weg. Macht das ist alles jetzt so genau. Ich mache mir da einfach eine Markierung. Und drehst dann runter. Ich habe meine Digitalanzeige, der Durchmesser schon gesetzt, das heißt, das brauche ich alles gar nicht mehr messen. Passt. Der nächste Durchmesser ist 18 und zwar bis 30 mm. Alles von dieser Schulter hier gemessen. Das heißt, ich habe jetzt mein Nulljahr an der Anzeige und dann stelle ich einfach nochmal 2 mm zu und dann habe ich es. Das ist Gewinde und das ist ein Stück für den Kühlwasserschlauch, der hat aber eigentlich nur 16, ich habe deswegen 18, weil vorne die kleine Erhöhung nachkommt, dass der Schlauch nicht runterrutscht. So, dann neue Brasche Phase setzen. An der Schlüsselweite auch noch. Dann nehmen wir den anderen Meißel, wo der Winkel ein bisschen flacher geschliffen ist. So tief, bis es komplett rumgeht. Also so. Okay, dreht werden alles. Dann kommt dieses Motzgerät von Revolverkopf in Einsatz. Thank you.
Gut, mir fehlt nur noch das Gewinde. Immer gut schmieren. Mag am Anfang immer nicht so greifen, aber dann geht es gut. Und das traue ich mir jetzt nicht unter Power. Das ist dann doch lieber Handarbeit. Aber ihr seht, das ist eine nagelneue Schneideisen. Das läuft mal echt gut durch. Übrigens nicht der Revolverkopf, wo das Spiel hat, sondern die Pinole vom Reitstock, die ist schon ziemlich ausgeleiert. So. Treibbank ist neutral, das Getriebe. Ich lasse es jetzt einfach rückwärts laufen. So, dieses Teil wäre soweit fertig von dieser Seite. Hängen Sägen über und säge es ab. Dann habe ich meine Rolling fertig und morgen kommt noch die andere Seite bearbeitet. Es wird auf 90 mm abgesägt und aber die andere Seite bearbeitet. Es gibt dann Teil 2. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal.